Ich begrüße euch Freunde auf meinem Kanal, Hungriger Mann. Heute bereiten wir moldauische Hühnersuppe vor. Einfache Zutaten, keine klassische Zubereitung, da es sehr lange dauert. Wir kochen für uns, für Männer. Einfach, einfach, lecker und schnell. Lass uns gehen. Um unsere männliche Zahmersuppe nicht nach dem klassischen Rezept zuzubereiten, benötigen wir das erste, das ich mit Hühnerfilet genommen habe. Das zweite, was wir brauchen, ist eine Karotte. Der dritte ist roter bulgarischer Pfeffer, Stier, wie wir ihn auch nennen. Das vierte, was wir brauchen, ist, wie für jede Zubereitung der ersten Gerichte, natürlich ein Strahl. Wir verwenden auch kleine Pasta. Die klassische Suppe sollte hausgemachte Pasta haben, die liebevoll zubereitet wird, aber da wir Männer immer keine Zeit haben, verwenden wir kleine Nudeln, die fast zu Hause zubereitet werden. Nun, wie ohne die Kirschen auf dem Kuchen. Das sind bei uns französische Kräuter, die ich immer hinzufüge, ich mag sie sehr. So ein modisches Glas ist bei uns signiert, damit ich mich nicht verirre. Die obligatorische Zutat, die gestellt wird, ist Leuchtzian oder Lüubistach. Hier haben wir es in einem solchen Glas trocken, es wird nach Belieben hinzugefügt, nur wenige mögen es nicht, aber wir fügen es hinzu. Und die Kirsche auf dem Kuchen ist natürlich grün. Wir werden es am Ende schneiden, wenn alles vorbei ist, jetzt werden wir es natürlich für einen kühlen, reichen Geschmack hinzufügen. Und am Ende für uns Männer, wo ohne hausgemachte leckere saure Sahne. Das wird der letzte Akkord unserer Suppe sein. Immer werden in unseren Cafés und Restaurants unbedingt Sauerrahm und Bitterpfeffer serviert. Lass uns gehen. Der Wagen wurde ohne ein Lineal in Würfel geschnitten, für wen es bequem ist. Gehen wir weiter. Der Pfeffer wurde in Würfel geschnitten, wer kann, wie er kann in Würfel für Strohhalme schneiden, wem es so bequem ist. Um daraus dann einen leckeren Braten zu machen, den ich normalerweise für Zahmer bereite. Gehen wir weiter. Die Karotte wurde auf dem Boden gerieben, aber damit sie eine schöne Orangefarbe und einen leckeren Nawarchik gibt. Gehen wir weiter. Die Zwiebel wurde geweint, zerkleinert und zum Braten zubereitet. Lass uns gehen. Und die Kirsche auf dem Kuchen am Ende machen wir natürlich, hacken die Petersilie und schlafen ein, wenn wir unsere Suppe ausschalten, füllen wir sie am Ende ein. Lass uns gehen. Heute werden wir die klassische Zugabe von Säure zu unserem Zahmer versuchen, das ist abgetrennter saurer Quas, den wir heute nach Geschmack hinzufügen werden, um die Säuren nicht zu übertreiben. Wir fügen es hinzu, so ist es bei uns gelb, schön und sehr sauer. Lass uns gehen. Unser Wasser hat gekocht, wir senden unseren gehackten Wagen mit kochendem Wasser und kochen für etwa 10 bis 15 Minuten. Während unser Huhn gekocht wird, fangen wir an, unseren Braten zu machen. In eine erhitzte Pfanne schicken wir unseren im Wok ausgeschnittenen schönen Schnittlauch und braten ihn goldbraun an. Vorwärts, gehen wir weiter. Unser Strahl ist schön golden geworden und wir schicken eine Karotte zu ihm, um ihn zu besuchen. Wir schicken eine Karotte zu ihm und schicken auch einen roten bulgarischen Pfeffer zu ihm, der bei uns bereits fertig ist. Wir mischen diese ganze Sache zusammen, Sie können eine weitere Brühe hinzufügen, damit sie besser ausgetrocknet wird und dann gibt es uns einen pikanten Geschmack. Wenn unser Braten fast so weit ist, wie Sie sagen, füge ich Salz und Gewürze, Pfeffer,
Kräuter hinzu, dort habe ich eine spezielle Gewürzmischung, die all diese Zutaten enthält, und füge auch französische Kräuter hinzu. Ich nehme sie auch und mache eine Prise so, dass ich französische Kräuter ordentlich mache. Dann mische ich das alles natürlich und wir werden jetzt die Magie des Geschmacks machen, diese ganze Sache verbinden. 15 Minuten sind vergangen, jetzt schicken wir unsere Pasta, die wir schnell zubereitet haben. Für sie sind es buchstäblich 3 Minuten, bis sie fertig sind. Und jetzt werden wir all diese Schönheit zu einem Braten hinzufügen. Wenn unsere Nudeln fast fertig sind, senden wir unseren schönen Braten direkt in unsere Brühe und mischen ihn und geben ihm einen All diese Schönheit verleiht eine so schöne goldene Farbe. Gehen wir weiter. Und der letzte Teil unseres Malezunballetts ist eine grüne Petersilie. So ist sie bei uns schön. Und wir schlagen ein wenig Läushyuan-Chic aus, aber es wird Eiche genannt, die wir schnell picken und unseren sauren Quasi gießen und dabei leise umrühren. Achten Sie darauf, zu versuchen, wenn die Säuren nicht genug sind, können Sie nach Geschmack hinzufügen, wem Sie gefallen. Wer mehr Säure hat, wer weniger. Gehen wir weiter. Nun, Freunde, der lang ersehnte Moment ist gekommen, um zu versuchen, was wir geschafft haben. Saure Sahne hinzugefügt, mit einem Löffel bewaffnet und jetzt werden wir versuchen, was wir für eine Suppe bekommen haben. Einfach nicht in Worte fassen. Lecker. Es ist einfach zu kochen, Leute, los geht's.